Diese Frau aus Eritrea lebt in der Schweiz. Nun hat sie ein Schreiben von den Behörden bekommen. Darin heißt es, ihr Flüchtlingsstatus werde derzeit überprüft. Zuerst habe ich diesen Brief nicht verstanden. Ich musste jemanden um Erklärungen bitten. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Das Staatssekretariat für Migration setzt damit die im vergangenen Jahr beschlossene Verschärfung der Asylpraxis um. Sie beruht auf einem Urteil des Schweizer Bundesverwaltungsgerichts vom August 2017. Demnach sei eine Rückkehr nach Eritrea nicht generell unzumutbar. Im Zuge der regelmäßigen Überprüfungen aller vorläufig aufgenommenen Asylsuchenden wirkt sich dieses Urteil nun auf rund 3.200 Eritreer aus. Viele von ihnen leben seit Jahren in der Schweiz. Doch eine mögliche Abschiebungsentscheidung bringt weitere Probleme mit sich. So gibt es kein Rücknahmeabkommen mit Eritrea. Eine Statusänderung für die Betroffenen könnte bedeuten, dass sie nicht mehr legal in der Schweiz arbeiten könnten. Damit wären sie auf die Nothilfe angewiesen, ohne eine wirkliche Perspektive für die Zukunft. Was passiere, wenn man sie abschiebe, fragt der Journalist. Sie werden im Gefängnis gehen und es kann viel Schlimmes passieren. Eine weitere Befürchtung ist auch, dass viele abtauchen oder in andere EU-Staaten gehen werden.